Moin zu Darksiders 3. Wir kommen jetzt nun zu den Finale. Wir haben jetzt alle sieben Todsünden eingesammelt und können jetzt nun wieder durch diesen Spalt und dann halt auch nun gegen diese Engelsdame kämpfen, die wir eben halt im Gespräch hatten, waren aber noch nicht so weit. Da hatten wir schon, glaube ich, zwei Todsünden gehabt. Und waren aber noch nicht stark genug, um gegen sie aufzunehmen. Und jetzt können wir eben halt loslegen. Gehen wir jetzt in ihre Welt. Ja, ich hoffe, es hat euch die Parts geholfen und auch gefallen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Natürlich kann ich auch Leute verstehen, die das natürlich nicht so mochten, weil es wurde eben halt auch gesagt, wie ich das ja schon gesagt habe, dass Krieg und Tod mehr aushalten als jetzt Fury, weil Fury ist ja eine Frau, wo ich jetzt sage, nicht alle Frauen sind jetzt in dem Sinne schwach, aber es wurde einfach da ein Element ausgedacht und haben sich auch ein bisschen mehr an Dark Souls angelehnt gehabt, auch selber mit dieser Spielmechanik. Ja, haben einfach wieder mal was Neues probiert gehabt, ne? Dementsprechend als jetzt das mit Darksiders 1 und 2 nicht der Fall so war. So. Beginnt halt der große Spaß hier. Selbstvertrauen steht dir. Wenn es verdient ist, schon. Du besitzt Stolz. Ich habe noch nie begriffen, wieso Stolz eine Todsünde sein soll. Die Macht, die du nach Abschluss einer mühsamen Aufgabe verspürst, verleiht dir das nicht neue Kräfte? Du hast großes Potenzial bewiesen, Herausragendes geleistet. Hast du dir dafür nicht etwas verdient? Mag sein, aber nicht von dir. Bevor du einen tragischen Fehler begehst, möchte ich dir ein Angebot machen. Du hast die Welt gesehen. Ihren Zustand. Dir ist sicherlich klar, dass dich irgendwer irgendwo belogen hat. Es gibt keinen Plan. Es gibt kein Gleichgewicht. Es sind alles Lügen. Aber stell dir vor, es wäre wahr. Stell dir vor, du und ich machten uns wirklich daran, der Welt eine Richtung zu geben. Eine Ordnung. Ist das nicht deine wahre Bestimmung? Wir könnten die Macht des Gleichgewichts sein, die die Welt verdient hat. Wir könnten Großartiges bewirken. Es gab eine Zeit, da hätten mich diese Worte überzeugt. Doch damals wusste ich noch nicht, wie hässlich Hochmut sein kann. Danke für dein großzügiges Angebot. Doch wenn jemand diese Welt in Ordnung bringen muss, werden das weder du noch ich sein. Angst, dich selbst anzusehen? Zu Recht. Du würdest nur ein dummes, gebrochenes Spiel sein. Oh, nicht schlecht. Oho. Tust du das mit Stolz? So, ihr Schutzschild ist zerstört. Wieder zerstört. Du musst doch niemandes Schachfigur sein. Nichts, das du in deinem elenden Leben erreichst, kann mit dem mithalten, was ich geschaffen habe. Oha. Spürst du, wie dein Stolz zerbröckelt? Ich spüre es. Dein Ende. Für wen hältst du dich, dass du mich übertreffen willst? Wen hältst du dich, dass du mich übertreffen willst? Ups.
müssen wir rüber. Geht sie aber ab. Wow. Hochmut. Das war's mit deiner Hochmut. Egomanen. Hast du mit dem Fürsten des Abgrunds gesprochen? Er wusste es. Auch er war stolz. Erzähl mir vom Rat. Deine sogenannten Meister sind vom Stolz befallen. Sie dienen keinem Gleichgewicht. Wer glaubst du, hat die 7 aus unserem Gefängnis gelassen? Welchem Zweck dienen wir, wenn es keine Menschen gibt, die wir verderben können? Sag, dass dies nicht wie die Wahrheit klingt. Du kannst nicht abstreiten, dass auch du noch Stolz verspürst, oder? Genug der Bauchpinselei. Erzähl mir alles. Du weißt bereits alles, Herren. Die Ironie ist, dass dein Feind ausnahmsweise recht hat. Du solltest Stolz empfinden, aber nein. Du verspürst nur Angst. Angst der wahren Größe so nahe gekommen und dann gestürzt zu sein. Sieh, dein Rat betrügt dich. Beobachterin? War so hübsch. Ich war immer so eifersüchtig auf dich, Schwester. Nein. Nein. Ihr wahres Gesicht. Es hat alles gestimmt. Ja, alles. Ich beneide diese Ignoranz. Ein großes Glück. Warum ich dich noch beneide? Deine Macht und dank unserer gemeinsamen Wohltäter gehört diese Macht mir! Schmerzensschrei. Hochmut hatte recht. Der feurige Rat hat dich reingelegt. Sie wollen unser aller Tod. Den dir 7 Sünden und der Reiter. Nein! Aber ich wusste es besser. Eifersucht, bittert Eifersucht. Ich nahm die Gestalt eines vertrauten Dieners an. Und du, Reiter, wurdest mein Schwert und mein Schild.
beseitigt sind, werde ich den feurigen Rat ein für alle Mal ausschalten. Erst dann wird die Erde endlich mir gehören. Hochmut kommt vor dem Fall. Etwas direkt, aber die Botschaft ist klar. So mies, ne? Schnarchst. Vielleicht eine gebrochene Nase. Na, du warst offenbar fleißig. Keine Ahnung, womit. Außer dich ordentlich vermöbeln zu lassen. Wer bist du, Mensch, dass du so mit mir redest? Ach, ich bin auch bloß ein Flüchtling, wie du. Aber ich bin nicht stark genug, das Gleichgewicht zu schützen. Das ist deine Aufgabe. Ich habe gelernt, dass ich schwach bin. Tja, vielleicht begreifst du jetzt endlich, wie die Menschen sich fühlen. In einen Krieg hineingezogen, den sie nie wollten. Sich selbst überlassen gegenüber Mächten, die sie unmöglich begreifen oder bekämpfen können. Die ganze Menschheit wurde betrogen. Und doch kämpft sie weiter. Was ist mit dir? Ich bin vom Weg abgekommen. Ich war neidisch. Ich war zornig. Ich war faul. Und noch Schlimmeres. Alles, was die sieben Sünden verkörpern. Und ich habe dafür teuer bezahlt. Anders ausgedrückt, du hast gelebt. Ja. Sehr gut. Endlich bist du lebendig. Und wo Leben ist, ist immer auch Hoffnung. Hoffnung? Mein Kampf mit Neid war demütigend. Jetzt gerade ist sie zweifellos auf dem Weg, den feurigen Rat zu zerschmettern. Und ich sitze auf der Erde fest. Wenn du also von Hoffnung sprichst, Mensch, kann ich dir nicht beipflichten. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein, Haven ist auf Hoffnung erbaut. Komm, sprich mit Ultan. Du wirst schon sehen. Ah, der ist fertig gebaut. Coole Sache, ey. Wieso haben sie mir geholfen? So sind Menschen eben. Und dass du so viele Überlebende zu uns geschickt hast, hat dir auch nicht geschadet. Alles umsonst. Wir haben dich nicht aus den Trümmern gezogen, damit du jetzt aufgibst. Neid besitzt die Macht der Sieben. Der Verrat steht dir ins Gesicht geschrieben. Dem Tod überlassen wie nutzloser Abfall. Doch es ist noch nicht vorbei. Ein Spiegelteil. Ja, mit ein paar Anpassungen. Aber er ist nur für dich. Er führt nur dich zum Wunsch deines Herzens. Ich wünsche mir nur zu beenden, was der Rat begonnen hat. Finde deine Entschlossenheit, Reiter. Nur sie bleibt dir noch. Und du brauchst sie,
wenn du Neid aufhalten und deine ehemaligen Meister stürzen willst. Jo, das wird auf jeden Fall echt interessant. Wieder haben wir nichts. Ich hoffe, wir kommen mit den Sachen aus, die wir jetzt haben. Gehen wir jetzt hier mal rein. Aber den Versuch war es wert. Ernsthaft? Nein. Nur den Versuch. Nein, die gierige Königin. Oha. Die Eingesperrten kann sie jetzt auch einsetzen. Sie hat auch noch die Waffen von Krieg und Tod und Hader. Boah.
Stark. Wow. Oh, die haut richtig gut rein. Schon mal auffüllen. Gucken wir mal, ob das irgendwie so funktioniert. Ja, überspringen, okay, super. Gucken wir mal, ob das irgendwie so funktioniert. Soll ja auch nicht wirklich so einfach sein. Hat ja auch noch die anderen 7 tot, also der hat ja die Kräfte der 7 im Hideout. Außerdem haben sie auch die Waffen der anderen Reiter quasi. Okay, das ist weg. Einer hier. Box, ne? Das. Weltherrschaft. Boah, wie das abgeht.
Der hatte hier Spaß. Überschritten, Reiter. Ihr werdet ebenso wie eure Brüder eure Strafe bekommen, dreistes Kind. Nein, so werde ich nicht sterben. Ich lasse nicht zu, dass ich eure Verderbtheit ausbreite. Erstmal Orni zerstört. Jeder dieser Reiter, also soweit jetzt von Krieg, von Tod und von Fury, haben immer irgendwie was bewirkt gehabt. Müssen wir eben halt nur schauen, wie das mit Hader aussieht, sprich also im vierten Teil. Kann echt spannend werden. Einigkeit ist der Schlüssel. Wenn wir vorankommen wollen, dann nur gemeinsam. Du wirst es nicht schaffen. Der Rat? Erzürnt, heizt zweifellos heimlich den Angriff auf Haven an. Falls du einen Plan für sie hast. Wäre jetzt der Augenblick. Der Rat also denn? Himmel, Hölle, der feurige Rat. Sie alle wollen sie auslöschen. Das weißt du. Doch vielleicht kennst du den Grund nicht. Wieso war euer Leben selbst vor der Apokalypse so hart? Weil ihr zu einem bestimmten Zweck erschaffen und schutzlos zurückgelassen wurdet. Also sind jene, die euch fürchten, darauf aus, euch mit falschen Versprechungen, mit Kriegen und Sünden zu zerstören, die sie euch anlasten. Sie fürchten euch. Das kann man gegen sie einsetzen. Die Menschheit kann diesen Krieg gewinnen. Sieh dich um. Dieser traurige Rest der Menschheit ist einem Kampf von diesem Ausmaß nicht gewachsen. Nein, ihr müsst euch verstecken. Vor den Augen von Himmel und Hölle? Vor dem Rat? Genau das müssen wir tun. Doch was die Menschheit mehr braucht als ein gutes Versteck, ist ein Beschützer. Einen Beschützer? Es ist soweit. Thank you.
dann gerecht werden willst, dann tu, was getan werden muss. Reiter, komm! Die Erschaffer werden uns genug Zeit verschaffen, die anderen Menschen wegzubringen. Weg? Wohin? Nicht zurück zur Ratskammer. Was wäre ich für ein Erschaffer, wenn ich einen Durchgang erbaut hätte, der nur zwei Orte verbindet, hm? Dein Herzenswunsch, Reiter. Ein sicherer Ort für die Armen unerwünscht. Ich verstehe nicht. Wirst du noch? Leider. Wird dir alles klar werden, wenn du mit ihnen gehst. Ich? Sie brauchen eine Beschützer. Und du brauchst eine neue Aufgabe. Hab ich nicht recht? Zum Schutz der Menschheit einzusetzen. Eines Tages bringen wir die Dinge wieder ins Lot. Gemeinsam. Ulta, mein Bruder, Krieg, ist ein Unschuldiger in diesem Drama. Falls du ihm irgendwann einmal helfen kannst, bitte ich dich, es zu tun. Das werde ich. Danke, Erschaffer. Auf eine Zukunft der Gerechtigkeit. Ja. Gute Reise, Reiter. Haben wir den ganz länger? Welch eine Überraschung, dass er bei uns war, uns damit geholfen hat, auch auf diesen Wege doch noch mit uns zu reden und uns noch da hinzuführen. Sehr interessant. Wir könnten auf jeden Fall auf den vierten Teil denn auf Hader wohl freuen. Den vierten von den vier apokalyptischen Reitern. Aber ihr könnt gerne eure Meinung und Feedback auch zu Darksiders 3 da lassen. Würde mich interessieren, ja, wer alles so das soweit ganz cool fand. Ich kann natürlich verstehen, dieses Dark Souls Niveau halt, ja, mit zwei, drei Hitten bist du gleich sofort weg. Besonders auch so Elite-Gegnern, nicht nur von Bossen, sondern auch von Elite-Gegnern. Aber allein auch schon normale Gegner, wenn man nicht richtig aufpasst, kann man da auf jeden Fall schnell down gehen. Das habe ich auch besonders ganz stark gemerkt am Anfang, dass es schon nicht so einfach ist. Ne? Also wenn man jetzt 1 und 2 gespielt hat, da war es jetzt nicht so krass. Wie jetzt hier mit den Hits, die einen wegbashen können. Natürlich bietet das eine gewisse Herausforderung, das ist auf jeden Fall klar. Dennoch bietet sich das auf jeden Fall wieder was Neues halt an, ne? Also sprich, ja, Fury, ja, ist dazu da, eben halt mehr auszuweichen, statt eben halt ihre Brüder halt auch was einzustecken zu können an mehreren Treffern, ist es bei ihr eher nicht so. Bei ihr muss man eben halt dementsprechend mehr ausweichen, die Attacken und eben halt elegant gegenkontern. So agiert eben halt Fury und ich glaube, deswegen ist es auch so bei ihr gedacht gewesen. Natürlich kann ich auch die Meinung verstehen, ja, dass viele das eben halt nicht so cool finden, weil die eher gewohnt sind von Darksiders 1 und 2, denn, ne? Wir müssten einfach mal abwarten, auch genauso wie es mit Darksiders 4 aussehen wird, das wird noch dauern. Aber man wird auf jeden Fall da auch nochmal, ja, sehen, wie denn dort das Gameplay wird. Selbst hier er als Ganzlinger, was seine Fähigkeiten sein werden und was er nach seinen Geschwistern dann weiter fortführen wird.
Mal schauen, es kann auf jeden Fall echt interessant werden und jetzt hat sich die Sache schon richtig aufgeheizt. Auch gegen den Rat. Und man hat ja gesehen, jetzt gibt es da die Pläne, die Erde sogar zu zerstören dafür und alles. Und ich denke mal, wir müssen dann auch die Erde dann retten als Hader. Es sollen ja zwei DLCs rauskommen zu Darksiders 3, soweit ist schon bekannt. Also ich muss sagen, mir hat das schon echt Spaß gemacht, das Spiel. War auf jeden Fall sehr interessant. Man kannte halt wieder dieses gewisse Darksiders-Feeling wieder, was ich auf jeden Fall auch sehr cool fand. So diese Grafik, die Charaktere, Fury-Synchronstimme, also jetzt bei Deutsch, bei Englisch fand ich das schon wesentlich cooler, also wo ich das jetzt bei anderen Streamern geschaut habe. Aber ja, im Deutschen wurde ja auch schon gesagt, so, ja, ganz komisch, aber es ist jetzt auch nicht so falsch getroffen bei ihr. Sonst waren alle soweit deutsche Synchronstimmen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man kannte die halt auch alle. Aber ist natürlich nicht jedermanns Sache, ne? Also Darksiders, also auch die Serie, ist natürlich jetzt nicht so Mainstream, ne? Aber es ist dennoch sehr, sehr cool und macht auch Spaß. Und auf der Gamescom war das auch auf jeden Fall auch sehr stark besucht, Darksiders 3. Es haben sich auch sehr, sehr viele aus dieser Fanbase sich gefreut, dass eben halt auch doch der nächste Teil kam, weil eigentlich sollte ja soweit Schluss sein. Aber ja, auf jeden Fall sehr schön, dass sie doch wieder, also THQ Nordic eben halt mit Studio Gunfire Games zusammen hier wieder ein Game rausgebracht haben. Sehr, sehr schöne Sache. Also danke nochmal, dass ihr das Spiel nochmal rausgebracht habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch noch den vierten rausbringen würdet. Auf jeden Fall echt schön gemacht. Für jeden Hack'n'Slash wären auch dafür auch was. Kehren Sie in Darksiders 3 zurück auf eine von der Apokalypse verehrte Erde. Schlüpfen Sie in diesen Hack'n'Slash-Action-Adventure in die Rolle von Fury, die auf der Fährte der sieben Todsünden ist. Fury ist die vorhersehbarste und rätselhafteste der vier Reiter und muss dort Erfolg haben, wo viele andere vor ihr gescheitert sind. Der Wiederherstellung des Gleichgewichts auf der Erde. Spielen Sie als Fury eine Magierin, die sich auf Peitsche und Magie verlässt und das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Es gibt ja immer dieses Gut und Böse Gleichgewicht und das müssen und das muss halt immer wieder gerichtet werden, weil zu viel Gutes würde dann eben halt ja die Welt auch genauso beeinträchtigen, als würde die Erde nur des Bösen herrschen. Sprich also, wir als Reiter sind dafür zuständig, eben halt auch wieder diesen Gleichgewicht wiederherzustellen. Das junge Ding sorgt sich also um die Menschheit. Unwichtig. Abaddon herrscht über die Erde. Himmel und Hölle beugen sich um einen Platz an der Tafel. Und der Rat wirkt dem Gleichgewicht entgegen, das er zu bewahren. Bald wird das Verderben über sie alle herfallen und ich werde als Einziger bestehen. Du darfst gehen. Das könnte echt interessant werden. So, jetzt könnte man wieder ein neues Spiel machen. Man kann jetzt auch wieder weiter fortsetzen, Sachen sammeln und ja, noch weitere Sachen machen, soweit, die man jetzt noch nicht erfüllen konnte oder noch nicht erfüllt hat. Je nachdem, aber wir haben jetzt soweit alles freigeschaltet und können jetzt doch die Welt mit unseren Fähigkeiten jetzt überall erkunden, Sachen sammeln, finden und so weiteres. Also, und halt auch upgraden. Ja, ansonsten kann man auch mit anderen Schwierigkeitsgeräten noch das Spiel auch noch wieder durchspielen, je nachdem. Also ihr habt da eben halt noch weitere zwei Spielstände noch übrig, denn
Ja, das wäre es erstmal soweit von Darksiders 3. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, auch für diesen Retrieve hier in diesem Projekt. Und wenn irgendwas nochmal was von Darksiders 3 kommen sollte, werdet ihr das hier auf meinem Kanal sehen. Aber ich wollte auf jeden Fall euch gerne das Spiel hier vorstellen, zeigen und vielleicht könnte den einen oder anderen das schon sogar gefallen und sagen, hey, danke Tobi, dass du es gezeigt hast. Doch, das Spiel würde ich doch mir mal irgendwann demnächst zulegen oder ja, mal antesten, je nachdem. Das wäre es erstmal soweit dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.